Hallo ihr Lieben da draußen und ein ganz herzliches Willkommen heute hier bei den Farmworkers im Legend of Farmers Projekt. Ich freue mich natürlich, RP-Projekt. Wir sind wieder live aus dem, wir sind wieder live aus dem Stream. Wer da Bock drauf hat, immer montags, dienstags, Mittwoch, 20.30 Uhr geht's los. So, wir haben in der letzten Folge, die Laura und der Kai sind auch mit im Channel noch drin, im Funk. Hi. So, wir hatten in der letzten Folge das Problem, dass der Traktor einfach losgeschossen ist. Wir haben das GPS ausgeschaltet und es ging. Müssen wir dann mal gucken, später, was da so passiert. Gut, wie weit bist du, Kai? Gülle ist jetzt komplett leer, jetzt haben wir Gärreste. Hast du gerade auch Kopfschmerzen? Extrem? Ja, ich, Ja gut, könnte aber mal kurz OOC reden, ne? Das könnte ja kurz Speicherleck gewesen sein oder irgend sowas. Ja. So. Ja. Okay. Gut, ja, meine Lieben, die letzten Folgen waren jetzt ein bisschen Gülle fahren, ne? Ein bisschen eintönig. Das heißt, wir machen jetzt noch das Feld hier fertig und dann vielleicht noch eins und dann muss ich erstmal wieder hoch zu mir an den Hof, aber das kriegen wir auf alle Fälle offscreen dann noch hin. Die anderen Felder von Kai zu machen. Also das mache ich heute noch offscreen. Das ist kein Ding. So. Ah, du bist schon wieder da? Ja. Ja, ich habe jetzt Gärreste drin. Also jetzt müssen wir einmal leer machen. Ach so. Ja. Ich habe nicht ganz leer gehabt. Oh, jetzt bin ich erschrocken. Oh, ich auch. Kannst du da nicht dein Funkgerät mal ein bisschen wegnehmen, du alter Sack? Oh. Ja, dann funktioniert aber mein Funk nicht mehr. Das ist immer dieses Problem. Mhm. Hoff doch mal was Ordentliches. So, okay. Aber tatsächlich bin ich am überlegen, ob ich wieder investieren soll. Aber jetzt erstmal Schluss mit investieren, es muss erstmal Geld verdient werden. Ja, ich wollte gerade sagen. So, Gärreste. Jo. Solltest du auf Feld 137 fahren, da ist unten beim Flurstückseingang direkt der Eingang. Was beim Flurstückseingang direkt der Eingang? Also der Zugang zu dem. Ja, komm, fahr weg jetzt, was soll denn? Ja. Ah, nee, ey, mit euch. Wie läuft denn deine Ernte, Laura? Gut, ich fahre jetzt den ersten Hänger weg. Kommt viel runter? Wie gesagt, der erste Hänger ist voll jetzt. Mal gucken, wie viel es denn insgesamt ist. Ja. Also ich ernte gerade deinen Raps. Ah ja. Sehr gut. Sehr gut. Du, sag mal. Mal. Wann krieg ich mein versprochenes Abendessen? Na, hab doch gerade letztens, hab ich doch gesagt, du musst mal wieder hochkommen. Na, wann hast du denn Zeit? Wolltest du eigentlich damit wissen? Immer abends. Jetzt, wenn, sag ich mal, so ein bisschen Ernte oder beziehungsweise die Vorbereitungen, Feldvorbereitungen sind, habe ich über den Tag wenig Zeit, aber abends habe ich dann meistens Zeit. Meistens so ab 19 Uhr. Udo, nee, es läuft gar nichts. Ronny hostet gerade. Ja, da habe ich dann Zeit.
Sehr, sehr gerne. Da komme ich gerne mal vorbei. Freue ich mich. Ist das so, ja? Natürlich. Soll ich euch zwei alleine lassen? Nö. Okay. Warum? Ja, weiß ich ja nicht. Ich auch gerade fragen. Doch, ist doch der offizielle Grünfelder Funk. Ja, aber... Wenn wir alleine sprechen würden, wären wir nicht im Funk. Okay. Ja, richtig. Alles gut. Haben wir dann heute Abend. Genau. Auf einem anderen Funk-Server-Channel. So, okay, ja, dann noch eine Bahn, denke ich. Nee. Darf ich nicht ganz eine Bahn nur. Eifersüchtig ist er. Wer ist eifersüchtig? Ja, je. Was sagst du? Nee, ich spreche ja mit meinem Raumflug. Aber es klappt schon hier mit dir, Kai, muss ich sagen. Kennt man gar nicht so von dir. Das kennt man gar nicht so von dir. Könnt ihr jetzt was sagen, aber ich verkleide mir jetzt. Ja, was denn? Hau raus. Nee. Ja, komm, sag jetzt. Also, was du sagen wolltest, meine ich. Du hast angefangen mit vor allem und dann bin ich dir ins Wort gefallen. Ach so, alles klar. Ah, das ist interessant, ja. Ja, gebe ich dir recht, Kai. Muss ich sagen, Eric? Ja. Clown gefürchtet? Nee. Nee? Ja, ich würde eher Arschloch gefürchtet. Hier, ich würde das dann mal aus dem Traktor aussteigen, ne? Und geh mal hoch zu meinem. Das ist schon Natur so. Was? Weißt du? Ich rufe mal ganz schnell den Herrn Steiner an. So, mal den Herrn Steiner anrufen. Steiner? Moin, Felder hier, ich sollte anrufen. Ja, du besitzt doch die Saatgutproduktion, ne? Ja. Ja, was ist da, was benutzt du da für Produkte? Zum Herstellen des Saatgutes. Warte. Du kannst mir bringen. Selber gleich mal reingucken. Weizen, Gerste oder Hafer? Was brauchst du noch? Flüssigdünger. Sonst nix. Also ich schütte im Endeffekt. Also Flüssigdünger habe ich aber noch, wer weiß wie viel drin. Das heißt, entweder du hast Weizen oder hast Gerste oder hast Hafer und kannst mir das liefern. Oder ich kann es mir erholen oder wie auch immer, das ist egal. Ja, das. Ja, jetzt weiß ich da schon mal, was du brauchst. Und das andere ist bloß. Mach meinen Hof zum Biohof. Ja, okay. Da muss ich halt wissen, welche Produkte, was verwendet werden und welchen. Ob die jetzt Bio sind oder nicht Bio sind. Weil, wenn sie nicht Bio sind, darf ich sie nicht benutzen. Ja. Deswegen habe ich jetzt gefragt, was in deiner Produktion alles reinkommt. Ja, Flüssigdünger halt, ne? Da haben wir ein bisschen ein Problem. Da müsste man gucken, ob man da irgendwie eine ökologische Sache findet. Aber dann ist es natürlich ab pro Tonne 2000 Euro, ne? Und ich, wenn dir meinen Raps verkauf, ne? Ist der rein biologisch und du hast Probleme, ne? Ja, ist klar. Warum habe ich dann Probleme? Ja, ich kann meinen Preis dann plus die Prozentanzahl
Alles klar. Bio. Ja, ja, ich verstehe schon. Weil es Bioprodukt ist. Apropos Diesel, hast du schon was? Oder produzierst du noch? Ich produziere. Also, ich krieg jetzt bald wieder Lieferung, aber ich habe... Warte, kann ich dir sagen, wie viel brauchst du denn? Ich darf auch übrigens jetzt ausliefern, ne? Also, ja, ich kann dir ausliefern. Nee, ich weiß, du brauchst Raps, ne? Ich brauche nur Raps, ja. Ich habe 324.000 Liter habe ich schon produziert. Ne? Also wenn du jetzt, was weiß ich, mal 20.000 Liter oder so brauchst. Was kosten die 1.000 Liter von bei dir? Warte mal, wir hatten... Ich guck mal rein. Hast du Festpreis oder geht es... Ja, es schwankt ein bisschen mit, aber es bleibt immer ziemlich unter dem normalen Preis, den du hier im Shop siehst. Warte mal kurz. Ja, haben die mein Dings umgestellt? Warte mal, ich finde den gerade nicht. Ist doof. Hier. Ja, pass auf, das ist nicht so viel. Also der normalerweise würde der jetzt pro 1000 Liter 3100 kosten, ne? Ich verkaufe den aber für 221, 22, sowas. Also maximal 2200. Ich sag mal, das Allermaximalste wäre jetzt 2200. Wenn jetzt natürlich irgendwie nochmal eine riesen Preiserhöhung kommen würde, also wie im Juni zum Beispiel, da sind wir vielleicht bei 2,5 oder so. Ja? Okay. Für 1000 Liter. Also, aber recht viel höher geht's nicht. Also ich hätte noch 52.000 Liter Raps. Würdest du dir abkaufen, ja? Ja. Mach mal. Oh. Wie viel hast du? 50.000? 52.000. Würdest du mir liefern? Kann ich dir liefern. Dann mach mal 1,8. Okay. Schreibst du mir eine Rechnung? Schreibe ich dir. Alles klar, perfekto. Du kannst die, also entweder, wenn du auf das Produktionsgelände fährst, ne? Kannst du das eigentlich sogar gleich direkt, das ist so ein ganz kleines Durchfahrtssilo, ne? Also es sieht aus wie ein Durchfahrtssilo, kannst du da reinschütten. Okay. Bitte mal noch nicht ins Lager, weil das ist noch nicht abgenommen brandschutztechnisch. Ach, ich hau da einen Stempel drauf. ja gut. Augen zu drücken und fertig. Ja, wenn es brennt, dann nützt dir dein Brandschutz. Ja, ich weiß, ja genau. Nein, aber du, weil die läuft gerade leer. Also die wird, okay. Die läuft jetzt gerade leer, ne? Mhm. Deswegen wäre das sogar ganz geil, wenn das jetzt kommen würde, weil dann könntest du das da gleich direkt in die Produktion reinschütten. Das wäre gar nicht schlecht. Okay. Wäre eigentlich ganz geil. Nee, kann ich machen, ist kein Problem. Ja, perfekto. Wenn du natürlich mal größere Mengen abnimmst, ne, beim Diesel, kann ich ja am Preis noch ein bisschen mehr machen. Also wenn jetzt jemand kommt und will hier 5000 Liter, na, da kann ich nicht viel machen. Wenn jemand kommt und will so 30, 40, 50.000 Liter, dann sieht es schon wieder anders aus, weißt du? Kann man auch mal sagen, pass auf, machen wir mal 1,9 oder so, weißt du? Warte mal, nach meiner Produktion gehen 70.000 Liter, nein. Ja. Die bräuchte ich auf jeden Fall. Ja, die kann ich dir fahren, wenn du willst. Die 70.000 Liter würde ich sogar nehmen. Okay, mach ich dir 1,9 im Preis. Jawohl. Ne? Ist das ein Wort? Ich muss zur Erzgewinnung aber runter. Zur Erzgewinnung. Ja, warte mal, das schreibe ich noch gleich mal auf. Würde ich jetzt auf alle Fälle vielleicht sogar heute noch machen, ne? Jawohl. Hab's okay. Einfach eine Rechnung. Jojo. Also, Steiner. Du tust ja Flüssigdünger, hast du gesagt, bei deiner Saatgutproduktion. Ja, ja. Irgendeiner Flüssigdünger her? Weiß ich gar nicht so genau. Ja, klar, das LU. Ah, geil. Wieder bei denen fragen. Das LU, ja. Okay, muss ich mal gucken, muss ich bei denen mal fragen. Ja, ja, genau. Ja, man müsste halt mal gucken, ob man das irgendwie biomäßig hinkriegt, ne? Ja, ja. Nee, weil ich habe mir jetzt einen Bauern drauf für den Feldcontainer da, was das LU da besitzt. Cool. Ja, den hab ich mir bauen lassen schon. Ist geil. Wir benutzen das auch schon gerade hier. Also ich bin gerade für Kai unterwegs.
Und bringe gerade Gärreste ein. Weil wir haben hier so einen riesen... Also der hat sich einen riesen Fass geholt. Mit 30 Meter, weißt du? Ha. Und wenn du Bock hast, können wir dir das dann auch mit ausbringen. Also. Ja, sehen wir schon. Wo seid ihr? Dann schaue ich mir das mal an. Ah, der, ja, aber wir der sind Kai bei, das wir sind, nicht, bei, wir sind beim Kai oben jetzt. Also du kannst, wenn du beim Kai auf den Hof kommst, dort auf die Felder sind wir rundherum. Ah, ihr seid gegenüber auf dieser Wiese oder was das sein soll. Wir sind auf der Wiese und dann hinten noch auf, ich glaube, Feld Nummer 137 oder was das ist. Okay. Weißt du? Jawohl. Also, kannst du mal gucken kommen, nicht wahr? Okay. Ja, kein Ding. Immerhin. Na gut. Komm ich gleich mal vorbei. Jo, machen wir so, ne? Jo. Bis später, ciao. Bis später, ciao. Kai? Ich habe eventuell noch einen Interessenten mit dem Güllezeug hier. Okay. Steiner. Ach, Quatsch. Ja, der kommt jetzt und guckt sich das mal an, die Technik. Oje. Warum oje? Ja. Ey, weißt du, wisst ihr denn das Heftigste? Der Steiner will jetzt auf Bio machen. Ach, Quatsch. Ja. Ach, jetzt erzähl mir nichts. Ja, ja. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie das mit meinem Saatgut wird, ne? Weil da ist ja Flüssigdünger drin. Udo, da bin ich noch nicht so sehr viel weitergekommen. Entweder du machst die Felder oder wenn ich heute noch ein bisschen was schaff, dann kannst du gerne auch Aufträge machen, ne? Bei mir. So. So ein bisschen mein Subunternehmer, wisst ihr, mit wem ich jetzt gerade hier gequatscht habe. Aha. Was ein Subunternehmer? Ja, er hat ja einen eigenen Hof. Der Herr Fohlen, ne? Aber macht manchmal für mich so ein bisschen was mit. Ach, seht ihr, ich muss dem ja demnächst, ich muss dem auch noch was überweisen. Da hat mir noch gar keine Rechnung geschrieben. Ich dem einfach mal so schnell was überweisen. Oh, das darf ich ja nicht vergessen, ey. Er hat ja, so eine, das musst du schon machen, ja. Ey, der hat so eine klasse Arbeit gemacht. Schnell und absolut sauber. So, aber hier fließt jetzt nicht ganz so viel raus, ne? Muss ich echt sagen. Da komme ich. Ja, gut, es sind. Nicht so viel. Ja, es sind aber ablos drin. Du, ich muss da nicht zuklappen, ne? Das ging auch so. Ja klar, aber es ist halt besser, dass ich halt besser überladen kann. Ach so, deswegen. Jetzt verstehe ich's. Du alter kleiner Sack. Du willst bloß nicht so ranfahren. Weißt du, das sagt er mir, du musst unbedingt einklappen, weil sonst geht's nicht. Du bist ein Sack. Das habe ich dir aber auch so kommuniziert. Nee. Nee. Doch. Nee. Du hast gesagt, damit das Überladen funktioniert, musst du das zuklappen. Du alter Sack. Besser funktioniert. Ja, besser ist klar. Lass uns mal kurz rausgehen. Steiner ist da. Ja. Moin. Moin. Jo, das ist das Ding. Guck mal, 30 Meter, ey. Schlecht. Geil, ne? Ich sag mal, wenn du jetzt, sagen wir mal, zwei Zufahrer hast, ne? Ja. Dann bist du extrem schnell. Also, ne? Also, wenn du jetzt nicht immer anhalten musst, sag ich mal, und wärst jetzt zwei Zufahrer, also, das wäre geil. Würde ziemlich gut florieren, ne? Also. Naja. Ja, hat sich Kai hier, oder sagen wir mal uns, wir geholt. Wir hätten jetzt dann auch noch so einen Grubber hinten dran, weißt du? Also kannst im Endeffekt auch gleich eingrubbern, wenn du es willst. Der ist allerdings bloß 6 Meter. Der kleinere Felder dann? Für, na, meine oben zum Beispiel, ne? Ah. Also bei meinen Feldern hier, da brauchen wir, sag ich mal, den Schleppschlauch nicht unbedingt. Da wird es ein bisschen heftig. Hast du mehr zu zirkeln, aber gerade wie jetzt hier auf der Fläche, ey, wir fahren noch nicht lange, ne? Also, keine Stunde, oder?
Kai? Nicht einmal. Nicht einmal, ne? Also, jawohl. Vielleicht, was werden es jetzt sein, 25, ja, 30 Minuten ja, vielleicht? Ja, 30, 30, 40 Minuten, Minuten sowas. Ja. Wenn überhaupt. Ja. So, ihr jetzt Lieben, das... Das ist aber jetzt der Kleine von denen, oder? Nee. Was, das Fass hier? Ja. Nee, das ist große. Nee, das ist große. Das ist ganz große. Das ganz große hat aber mehr. Mm-mm. Das ganz große hat 4 Achsen oder 32 Kubik. Hä? Na gut, ihr Lieben, das klären wir aber in der nächsten Folge. Ja, egal. Da gucken wir mal rein, ob sich der Kai hier eventuell verkauft hat, der alte kleine Schlingel. Das ist ja geil. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Ist das geil. Und, ach nee. Bis dahin. Tschüss und ciao.